Hallo und herzlich willkommen auf einer Reise, wo wir zusammen das Universum neu besiegeln. Ja, hi zusammen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch mal Microcosmos zeige im Solo-Let's Play. Das ist dieses nette kleine Spiel hier. Bis vor kurzem ein Kickstarter gewesen. Für 1 bis 4 Personen ein Ressourcenmanagement-Spiel, was sich schon aus dem Umstand ergibt, dass wir uns ja nach einem riesigen Krieg im Universum befinden. Wir wollen die Planeten wieder neu terraformen. Wir wollen Bewohner auf ihre Ursprungsplaneten zurückbringen. Und ja, zum Terraformen brauchen wir natürlich Ressourcen. Und die finden wir hier zu Genüge. Ich fange einfach mal an. Vorab noch die Info, also das ist ein Prototyp natürlich und das Regelheft ist nicht schlecht, aber es hat teilweise noch ein paar offene Fragen und ich habe aber viele Sachen klären können mit dem Designer, der hat mir die dann meine Fragen beantwortet, die Sachen erklärt. Es gibt minimale Fehler manchmal hier auf manchen Karten, glaube ich, das hat hier mit den Pfeilen zu tun, das ist mir aufgefallen, aber ich weiß nicht, ob mir alles auch wirklich aufgefallen ist, weil ich ja nicht genau weiß, wie es eigentlich gedacht ist. Nichtsdestotrotz will ich euch hauptsächlich einen Einblick ins Spiel geben, dass ihr seht, wie das Spiel funktioniert, wie das Spielprinzip ist, ob euch das Spiel Spaß machen könnte und so weiter und so fort. Und dafür reicht es auf jeden Fall, also mehr als genug. Das Spiel ist absolut nicht schlecht oder auffallend fehlerbehaftet, also für einen Prototypen völlig normales Ausmaß. Und ja, ich habe mir hier mein Tablet, falls ihr die Ecke noch seht, aufgestellt, weil mir manchmal, ja, das ist immer, ich versuche dann immer, wenn das englische Spiele sind, irgendwie deutsche Wörter zu finden, aber manchmal fällt mir das irgendwie nicht leicht und ich habe mir jetzt hier so eine PDF übersetzt, beziehungsweise habe ich das Englisch auch nochmal nur als Gedankenstütze. Ja, wir fangen hier oben einfach mal an. Das ist unser Startbereich. Das hier in der Mitte nennt sich Sternenportal. Das legen wir mittig hin, bauen drumherum Planeten auf. Zum Beginn des Spiels starten wir mit diesen 3 Startplaneten. Das steht auch hier unten drauf. Grüner Startplanet, blauer, roter. Und diese Planeten haben 2 verschiedene Seiten. Das ist die Seite, die wir ja benutzen, wenn der Planet noch nicht terraformt ist. Und wenn wir es geschafft haben, ihn erfolgreich zu terraformen, dann drehen wir die Karte um. Das Spiel endet, wenn 3 Planeten terraformt sind, egal von wem. Also ich könnte theoretisch 3 terraformen, das Spiel wäre vorbei. Mein Gegenspieler könnte, ja, Gegenspieler, nicht Mitspieler. Ist ja kein kooperatives Spiel. Er oder sie könnte 3, also wie auch immer, wer das macht. Es geht nur darum, wenn 3 terraformt sind, ist das Spiel vorbei. Wir haben hier noch weitere Karten, denn wir können auch im Verlauf des Spiels Planeten erkunden. Ich muss sagen, ich habe in meinen Solo-Spielen aktiv selten erkundet. Das ist auch ja so ein Ding bei dem Spiel. Man hat so viele Möglichkeiten, also wie bei vielen anderen Spielen auch. Und hier hatte ich schon das Gefühl, ich habe verhältnismäßig viel Zeit und trotzdem ist es mir sehr schwer gefallen, ja, mich festzulegen, was ich mache. Beziehungsweise habe ich mich meistens darauf festgelegt, die Planeten, die da waren, irgendwie zu bewirtschaften und nicht noch neue zu entdecken, weil mich das irgendwie überfordert hat. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Erfahrung und ja, wie schnell man ins Spiel findet und so weiter. Aber mein Solo-Gegner, der übrigens Rita heißt, fällt mir gerade auf, Rita hat relativ viel erkundet. Ja, und dafür sind diese Karten da. Da hier oben ja drauf steht, welche Farbe der Planet hat, was man auch sehen kann an der Farbe, ziehen wir immer die nächste Karte von unten, damit wir nicht taktieren können hier mit den Planetenfarben. Ja, also wir haben hier dieses Starportal, das liegt mittig. Wir bauen die Startplaneten, die 3 drumherum auf. Wie, ist völlig egal, sie müssen nur hier direkt an den Seitenflächen angrenzen. Aber ich könnte auch hier unten was dranlegen. Ja, auf den Planetenkarten sehen wir, wir fangen mal hier bei dem Starportal an. Wir sehen hier, das sind diese ja, pinken, das sind Raumstationen. Da haben wir Monde. Das sind alles ja, Orte, auf die wir uns bewegen können. Das heißt,
Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich, also ziemlich sicher seht ihr das nicht. Hier sind so blaue gestrichelte Verbindungslinien. Das heißt, da wo die sind, können wir uns bewegen. Von hier zu dieser Raumstation wären das jetzt ein Schritt, dahin zwei Schritte, drei Schritte, vier Schritte. Ja. Genau, wir können hier auf den einzelnen Raumstationen, Monden, Planeten, können wir Ressourcen bekommen. Wir haben insgesamt vier Ressourcen, die zeige ich gleich noch. Ja, das ist eigentlich so das Prinzip, wo wir uns bewegen können. Es sind hier alle Karten irgendwie miteinander verbunden. Das heißt, wir können überall hinwandern, wo wir wollen, sofern wir so viele Schritte machen können. Das ist nämlich gleich auch noch was. Am Anfang können wir immer nur zwei Schritte machen. Das schränkt uns ein bisschen ein. Auf den Sternportal, auf dem Sternportal und auf dem Mond und auf der Raumstation können wir natürlich nichts terraformen, das geht nur auf den Planeten. Dafür haben wir hier diese Leisten, wo Ressourcen gezeigt sind und wir müssen quasi die ganzen Ressourcenleisten bis nach oben erfüllen, um dann am Ende den Planeten erfolgreich, ja, besiedelt zu haben. Und hier oben gibt es so eine Siegpunktleiste, da ist es jetzt zum Beispiel so, also ich habe nicht den Anspruch oder kann nicht den Anspruch haben, dass nur weil ich vielleicht angefangen habe, einen Planeten zu besiedeln, niemand anders das mehr machen kann. Das heißt, alle Mitspieler können einen Planeten terraformen. Dann wäre das zum Beispiel so, wenn Rita, meine Solo-Mitspielerin, sagt, sie ja, gibt hier zwei Technologie-Ressourcen, dann würde sie. Ich habe die Marker vergessen, fällt mir gerade auf. Wir haben ja noch die Ressourcen. Die kippe ich jetzt einfach mal hier hin. Ja, wenn die Rita also sagen würde, sie gibt hier drei Technologieressourcen, dann würde sie hier so ein blaues Steinchen, blau steht für Technologie, draufsetzen, geht hier in der Leiste auf 2 und würde, Rita ist weiß, würde sich hier oben auf die Terraforming-Leiste auch auf 2 stellen, was bedeuten würde, sie hat gerade zwei Ressourcen beigesteuert. Und am Ende kann das natürlich sein, dass Rita auf Platz 4 ist. Wie viel haben wir insgesamt? 10, genau. Ich bin auf Platz 6, weil sie viermal Ressourcen gegeben hat, ich 6. Das heißt, ich hätte gewonnen. Und hier gibt es nochmal so eine kleine Leiste. Der Erste würde 3 Punkte extra bekommen. Also 6 plus 3 und Rita würde dann 4 plus 1 bekommen. Hätte Rita jetzt allerdings überhaupt nichts terraformt, würde sie natürlich 0 Punkte bekommen. Ja, das ist das Prinzip des Terraformens. Wir würden dann die Karte umdrehen. Das heißt, damit hätten wir den ersten Planeten erfolgreich besiedelt und ja, könnten uns den anderen Planeten widmen. Gehen wir weiter. Da wir gerade bei den Ressourcen waren, wir haben vier verschiedene Ressourcen. Einmal haben wir, ich glaube, ich muss gleich spicken. Wir haben grüne Ressourcen, die werden hier unten angezeigt, das ist die Biomasse. Orange ist Arbeitskraft. Rot, was ist rot? Rot, rot, rot. Ja, da haben wir es nämlich schon. Ich weiß es gerade nicht, aber vielleicht begegnet es mir nochmal. Blau ist auf jeden Fall Technologie. Ach, das nervt mich. Ah, doch. Mineralien. Rot sind Mineralien. Dafür haben wir hier dieses kleine, ja, Ressourcen-Sheet, mit dem wir starten. Das bekommt jeder Spieler. Außerdem bekommt jeder ein Raumschiff. Und hier noch ein Commander. Ja, ein Commander. Commander, Arche, Ark, Raumschiff und Ressourcenplättchen. Unsere Solospielerin Rita bekommt auch nur so ein Ressourcenplättchen und ihr Raumschiff. Ja, genau, die Ressourcen haben wir. Dann haben wir hier die sogenannte Kantine. Da werden gleich noch Crewkarten ausgelegt. Hier haben wir Survivor-Karten. Das sind ja quasi die Leute, die wir ja, zurückbringen wollen auf ihre Heimatplaneten. In der Kantine haben wir also umgeben, also die Kantine umgibt unsere Siegpunktleiste. Und hier steht auch nochmal eine kleine Gedankenstütze, wie viele Extrapunkte wir am Ende bekommen für so und so viele, ja, Leute, die wir umgesiedelt haben.
oder Kolonien, die wir gebaut haben. Das ist unsere Kantine. Ja, dann gehen wir mal weiter zu unseren ja, kleinen Tableaus, die wir hier haben. Das Ressourcentableau ist eigentlich selbsterklärend, wie schon gesagt, wir haben hier die Re vier Ressourcen. Ich wiederhole sie jetzt nochmal: Biomasse, Arbeitskraft, Mineralien und Technologie. Wir können uns zu Beginn des Spiels zwei Ressourcen unserer Wahl aussuchen, können die gleichen sein, müssen aber nicht. Nach welchem Prinzip man die am besten auswählt, erkläre ich euch gleich, wenn ich mir hier noch drei Crewkarten genommen habe. Und hier haben wir noch so eine kleine Leiste. Wir haben Spezialisten. Wir haben ja vier verschiedene Spezialisten, drei mit einer unterschiedlichen Farbe, also spezifisch für Grün, Rot und Blau. Und dann haben wir noch Ingenieure. Die sind hier als weiß markiert. Und wir haben zwischendurch im Spiel die Möglichkeit, Ingenieure zu akquirieren. Einmal haben wir das in Form von diesen Crewkarten, aber wir können auch manchmal diese Crewkarten hergeben, wo diese Ingenieure oder ja, Spezialisten abgedruckt sind, um uns hier kartenunabhängig welche in den Bestand zu holen, dazu zu buchen. Wir starten allerdings natürlich mit keinem. Ja, hier haben wir Kolonien, acht Kolonien und zwei Handelsposten. Wir können die Kolonien. Also das nennt sich das Raumschiff upzugraden, indem wir die Ressourcen, die hier oben angegeben sind, bezahlen. Hier für diese erste Robotics, für das erste Robotics Upgrade wäre das ein Ingenieur und zwei Technologie. Dafür würden wir auf dem Planeten später eine Aktion mehr machen dürfen, als wir eigentlich tun können. Aber das erzähle ich gleich auch noch, wenn wir zu den Phasen kommen. Wir haben also verschiedenste Upgrades, die uns am Ende, ja, oder sobald wir sie freigeschaltet haben, verschiedene Boni bringen. Wenn wir allerdings so eine Kolonie geupgradet haben im Raumschiff, dann stellen wir die erstmal hier hin und können die später noch, also wir können die nicht sofort einsetzen, wir müssen später nochmal was dafür zahlen, dass wir die dann letztlich auf einen Planeten stellen und den, ja, die auf den Planeten stellen können, genau. Und diese Handelsposten, die können wir erst freischalten, wenn wir quasi die obere und die untere Kolonie weg haben. Dann können wir den Handelsposten quasi gratis dazu nehmen und den später auch ja, auf einen Planeten unserer Wahl stellen. Und ich glaube, wenn wir den auf einen Planeten stellen, wo wir bereits eine Kolonie haben, bekommen wir zwei Siegpunkte extra. Das habe ich allerdings noch nicht so super oft gemacht, weil ich so weit überhaupt nicht kam, dass ich so viele Handelsposten gehabt hätte. Ich habe mir meine Siegpunkte anders geholt. Ja, hier haben wir genau das noch zu Beginn unser Raumschiff. Unser Raumschiff startet hier. Das ist auch der einzige Bereich, wo mehr als ein Raumschiff stehen darf. Ansonsten darf sich immer nur eine Person auf den weiteren Sachen aufhalten. Und meine Solo-Mitspielerin Rita startet immer auf dem Planeten über dem Star-Portal. Ja, was haben wir noch? Genau, Boni, Kolonien. Hier ist unser Commander. Auf der Commander-Leiste können wir sehen, was wir bezahlen müssen für unsere erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter Kolonie. Das fängt relativ günstig an mit zum Beispiel einem Spezialisten mit einer Farbe unserer Wahl oder mit einer festgelegten Farbe. Das wäre dann ab Kolonie 3. Das wäre dann die Farbe, also die der Planet hat, auf dem wir uns gerade befinden. Und so weiter. Ressourcen muss man abgeben. Ja, da kann man auf jeden Fall immer nachschauen. Ja, dann nehme ich mir jetzt zu Beginn des Spiels drei von diesen Crewkarten und erkläre euch noch das Prinzip der Crewkarten. Ach, das muss ich mal ein bisschen höher legen, sonst kann ich es euch nicht zeigen. So. Bisschen Ordnung schaffen, Ressourcen. Ja, normalerweise, also man soll nicht mehr als 3x3 Reihen hier legen mit Planeten, aber ich muss sagen, so weit kam ich bisher auch noch nicht. Aber ich bin motiviert, das weiter zu versuchen. So, die Crewkarten. Die Crewkarten haben oben eine farbige Seite. Grau in dem Fall und unten blau. Jetzt ist es so, wir haben hier bei unserem Ressourcenplättchen drei
Lücken für jeweils eine Crewkarte. Oben drei, unten drei. Wir ziehen jetzt zu Beginn drei Karten, können uns zwei davon aussuchen. Jetzt ist es so, ich kann jetzt frei entscheiden, die beiden Karten, die ich mir aussuche, wo ich die anlege, ob ich die oben anlege, ob ich die unten anlege. Die Seite mit der Farbe, die den Rand berührt, ist für mich ausspielbar. Das heißt, das wäre hier die graue Seite. Sprich, wenn ich mich jetzt auf einem Mond befinde, könnte ich diese Karte gleich ausspielen. Wenn ich mich allerdings auf einem blauen Planeten befinde, könnte ich sie nicht ausspielen, weil die blaue Seite hier unten anliegt. Ich habe aber immer die Möglichkeit, zwei von diesen Crew-Aktionen zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht das Glück habe, zwei Karten zu haben, die passend liegen, ich lege die jetzt mal bei dir unten hin, dann kann ich sagen, ich verbrauche eine Aktion dafür, dass ich die von unten nach oben lege und könnte dann die blaue Aktion ausführen, weil jetzt der blaue Rand meinen Rand berührt. Das ist das Prinzip. Wir haben also die Möglichkeit, wir können Karten unten hinlegen oder oben. Der Vorteil, wenn wir sie unten hinlegen, ist, dass wenn ich jetzt sage, ich bin auf einem Mond, spiele diese Karte aus, dann kann ich sie entweder abwerfen, das ist aber meine freie Entscheidung, ich kann sie komplett aus dem Spiel nehmen, oder ich lege sie als nächste Stufe hier oben hin. Dann könnte ich sie in der nächsten Runde oder auch jetzt nochmal ausspielen, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit gering, da wir ja nie die gleichen Farben oben und unten haben. Aber das ist das Prinzip. Habe ich unten eine, kann ich sagen, okay, ich nehme hiermit grau und lege die oben nochmal an und kann in der nächsten Runde die noch für einen blauen Planeten benutzen. Muss ich aber nicht machen, geht wie gesagt auch so, dass ich sie einfach abwerfe. Wenn ich die Karte allerdings von hier oben ausspiele, das heißt, sie liegt hier, ich bin auf dem grünen Planeten, sage ich nutze die, dann habe ich keine Wahl, ich kann sie nicht nach unten verschieben, dann muss ich sie tatsächlich abwerfen. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich noch irgendwas Elementares vergessen habe, was die Aktionen hier gleich so bedeuten, was man macht, zeige ich euch. Meistens geht es darum, entweder aus einer Ressource mehr Ressourcen zu generieren oder aus einer Ressource mehrere Ressourcen zu generieren und zusätzlich noch Crewkarten zu ziehen. Was natürlich auch nicht schlecht ist. So, Ritas Marker, meine Marker. Hier oben kommt die Rita weg. Ich gehe wieder auf mein Startportal. Ja, so, jetzt kommen wir einfach mal zu den verschiedenen Phasen. Die erste Möglichkeit, also beziehungsweise wir haben vier Phasen. Ich gucke jetzt noch, ja, es sind vier Phasen. Ne, fünf Phasen. Die erste Phase ist immer, wir können, wenn wir können und wollen, unser Raumschiff upgraden. Das heißt, ich bin jetzt dran und gucke als erstes, kann ich hier irgendwelche Ressourcen bezahlen und möchte ich das vor allem auch, dann könnte ich mir hier eine Kolonie nehmen, Ressourcen bezahlen, hier draufstellen. Das geht immer nur zu Beginn eures Zuges. Der zweite Schritt wäre dann, das, was ich eben gemacht oder erklärt habe, diese Crewkarten hier auszuspielen. Wie gesagt, zwei Aktionen. Wenn beide Crewkarten oben liegen, können wir beide benutzen. Zwei Aktionen. Wenn wir unten zwei haben, können wir auch beide benutzen, legen die dann in der Folge nach oben. Wenn wir allerdings unten eine haben, die wir erst oben wegen der anderen Seite ausspielen können, dann hätten wir quasi unsere zwei Aktionen verbraucht und ja, können dann im Endeffekt nur eine machen, weil wir eine Karte nach oben gelegt haben. Das gilt, wie gesagt, nur für die Planeten. Wir können die Crewkarten nur auf den Planeten ausspielen, da zwei Stück, beziehungsweise wir haben zwei Züge. Wenn wir auf diesem Sternenportal sind, können wir nur eine ausspielen. Das heißt, wir können nur einen Zug machen. Der ist aber unabhängig von der Farbe, weil dieses Sternenportal ist, auch wenn es blau ist, eigentlich farbneutral. Das heißt, ich könnte, wenn hier blau anliegt, grün anliegt und nochmal grau, kann ich in diesem Sternenportal jede Karte meiner Wahl benutzen. Das ist auch noch ein Special. Und ja. Ah ja, genau. Wir können noch, dadurch, dass wir ja auf den Sternportalen, dem Mond und dem Raumschiff insofern ein bisschen eingeschränkter sind, als dass wir nichts wirklich machen können, außer die Ressourcen abzugreifen, die es hier gibt, diese Specials, können wir jederzeit so eine Crewkarte abwerfen und uns einen von diesen
Spezialisten hier upgraden, beziehungsweise ja, akquirieren, was ich vorhin gesagt habe. Das geht immer. Also das sind die Sachen, die auf diesem Nichtplaneten funktionieren, weil man einfach da nicht terraformen kann. Und dann hat man zumindest einen kleinen Trost. Ja, also erster Schritt Raumschiff updaten, zweiter Schritt diese Crewkarten spielen, dritter Schritt, beziehungsweise, ach nee, gar nicht, ich korrigiere mich, das stimmt nämlich gar nicht. Der zweite Schritt ist, dass wir reisen, Entschuldigung. Wir updaten unser Raumschiff und dann reisen wir erstmal. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, auf welchen Planeten wir oder auf welchen Mond oder auf welches Raumschiff wir kommen wollen oder auch kommen können. Und jetzt komme ich nochmal zu den Schritten. Wir haben hier unten so eine kleine Leiste. Hier startet unsere Kolonie. Das ist die einzige Kolonie, die nicht diesen Spielplan verlässt. Das heißt, wenn ich sage, ich nehme hier diese Engines und zahle dafür, dann gehe ich mit meiner Kolonie eins höher, von 2 auf 4 und kann dann nochmal von 4 auf 6 gehen. Richtig, genau. Und das bedeutet, ich bin beim Start auf 2 und kann also nur zwei Schritte machen, wenn ich dran bin. Das heißt, ich könnte mit meinem Raumschiff jetzt von hier nach da gehen oder ich könnte über den Mond auf den roten Planeten gehen. Das wäre jetzt noch ein absolut sinnvoller Zug, weil ich mich dann wenigstens auf einem Planeten befinde. Oft ist man allerdings in einer Situation, wo man mehr als zwei Schritte braucht, um einen anderen Planeten zu erreichen, da man auch nicht wieder auf den Planeten, auf dem man gerade herkam, zurückgehen darf. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich gehe von hier dahin und gehe noch mit dem zweiten Schritt wieder zurück. Das funktioniert nicht. Deswegen, es macht schon Sinn, dass man guckt, dass man diese Engines hier ausbaut und dann einfach höher ko kommt, um mehr Schritte machen zu können. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Genau, also Schritt 1, ich korrigiere mich nochmal. Raumschiff upgraden. Zweiter Schritt, reisen. Mich entscheiden, wo möchte ich als nächstes hin. Und der dritte Schritt sind dann erst hoch, die Crewkarten. Und der vierte Schritt ist dann, ja, ich kann mir überlegen, was ich jetzt auf den einzelnen Planeten, Monden, Raumschiffen machen möchte. Da gibt es verschiedene Aktionen. Ich spicke hier nochmal gerade, weil ich auch immer nicht alles spiele. Und dann, ja, manche nicht weiß. Genau, also, hier habe ich ja eben gesagt, wir können zum Beispiel so eine Kolonie bilden, wo wir zwei Aktionen am Ende machen können durch das Upgrade anstatt einer. Das funktioniert auch sofort, wo ich geupgradet habe. Auch wenn ich die Kolonie noch nicht gebaut habe, greift dieser Bonus schon. Das heißt, in der Regel kann ich auf dem Planeten oder wo auch immer ich mich befinde, eine einzige Aktion machen, wenn ich nicht dieses Upgrade habe. Möglichkeit 1. Wir bleiben jetzt mal auf dem roten Planeten. Ich sage, meine Aktion, die ich machen möchte, sind oder ist, ich nehme Ressourcen. Ressourcen oder die Ressource, die ich bekomme, steht hier oben. Das wäre quasi eine Arbeitskraft. Das heißt, ich könnte mir auch könnte sagen, das ist jetzt meine Aktion der Wahl. Ich nehme eine Ressource Arbeitskraft und dann wäre mein Zug vorbei. Hier unten sind übrigens zwei Ressourcen abgedruckt. Die zeigen nur an, was ich bekomme, wenn der Planet terraformt ist an Ressourcen. Das ist auch, also das ist einer dieser kleinen Prototypfehler in dem Sinne, weil das suggeriert, als wäre da jetzt schon irgendwas. Also das wird am Ende bei dem fertigen Spiel nicht mehr so sein oder das wird irgendwie ausgegraut sein oder was auch immer. Also das beachten wir jetzt einfach mal nicht. Das hier oben, immer oben wäre die Ressource, die wir auf dem Planeten bekommen, wenn wir uns für die Aktion Ressourcen entscheiden. Nächste Möglichkeit ist Terraformen. Habe ich eben auch schon kurz gezeigt. Ich stehe jetzt also hier, hätte zum Beispiel hier Mineralien, vier Mineralien und würde sagen, ich terraforme jetzt Mineralien. Wir gehen immer von links nach rechts. Wir gucken erst, habe ich Mineralien? Hätte ich keine, gucke ich Biomasse. Wir suchen also nicht wahllos aus. Hier ist es jetzt so, wir können am Anfang nur zwei Ressourcen zum Terraformen pro Zug verwenden. Die Anzahl können wir steigern, indem wir Kolonien bauen. Für jede Kolonie bekommen wir eine weitere Ressource obendrauf, die wir also ausführen können. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das mit diesen Handelsposten ist. Also das weiß ich gerade nicht, ob die uns auch extra Ressourcen geben. Ich weiß es schlicht nicht. Ich will jetzt lügen.
Ja, das ist das Prinzip des Terraformens. Also, wie ich eben schon gesagt habe, wir gucken jetzt, ich hätte vier Mineralien, sage, okay, ich spende davon zwei zum Terraformen, gehe hier zwei auf der Leiste runter, gehe hier auf die zwei auf der Mineralienleiste und würde dann hier so ein Dings von mir nehmen und sagen, ich gehe auf zwei, weil ich habe zwei Ressourcen beigesteuert zum Terraformen. Das wäre also eine weitere Aktion neben der, dass ich die Ressource nehmen kann. Eine weitere Aktion ist, ich kann scouten. Scouten bedeutet, ich muss oder ich will eine von diesen Karten hier nehmen, die quasi diese Bewohner beinhalten, die ich theoretisch dann später umsiedeln, auf ihren Heimatplaneten umsiedeln kann. Das würde jetzt aber voraussetzen, genau, dass ich zum Beispiel, ich hätte hier diese Karte mit diesem roten Leader, dieser Spezialist. Da ich mich auf einem roten Planeten befinde, müsste ich, wenn ich sage, ich möchte diese Scout-Aktion machen, diesen roten Leader, rot, roter Planet, abwerfen, um so eine Scout-Karte ziehen zu dürfen. Jetzt kommt bei diesen Scout-Karten, und das war jetzt Glück, noch als Besonderes hinzu, in dem Moment, wo ich sage, ich ziehe die, kann ich erstmal hier oben die zwei Ressourcen nehmen. Das immer. Ich halte das mal höher. Hier oben diese zwei Ressourcen. Das mache ich also immer. Jetzt gucke ich aber als nächstes. Der Hintergrund hinter diesem Bewohner muss in der Farbe des Planeten sein, auf dem ich mich gerade befinde, was er zufällig gerade ist, sprich rot. Nur dann kann ich die Karte nehmen und hier zu mir legen. Wäre der Hintergrund jetzt gelb, grün, blau, hätte ich die Karte nicht nehmen dürfen. Dann hätte ich nur die Ressourcen bekommen und hätte die Karte abwerfen müssen. Hier hat man also echt einen relativ großen oder hohen Glücksfaktor, wenn es einem jetzt nicht nur darum geht, dass man noch diese Ressourcen bekommt. Das heißt, da man nur eine Aktion hat, muss man sich natürlich immer überlegen, mache ich diese Scout-Aktion? Ich sage das, weil ich die Scout-Aktion selten mache. Und ja, weil es einfach so relativ wahrscheinlich ist, dass man die Karte eh nicht behalten kann. Wenn es jetzt also passt, wir sind auf einem roten Planeten, haben einen roten Hintergrund, können wir die benutzen. Und später, wenn der blaue Planet, Person ist blau, wenn der blaue Planet später komplett erfolgreich terraformt, die Karte umgedreht ist und wir mal dort sind, dann können wir sagen, wir bringen den jetzt nach Hause. Und dafür gibt es am Ende nochmal extra Punkte. Ja, so viel dazu. Das sind die Scout-Karten. Ja, das ist also Möglichkeit. Ressourcen nehmen, terraformen, scouten. Und das nächste, was wir machen können, ist genau settlen. Das heißt, wir können sagen, wir bauen da jetzt eine Kolonie hin. Die, ja, haben wir durch das Upgrade schon bekommen und wir müssen dann den Preis, der hier angezeigt ist, noch dafür bezahlen, wenn wir sagen, wir nehmen das jetzt als Aktion, um ja, da eine Kolonie zu bauen. Dann, nee, Settle ist genau Create Colony. Settle ist, ach genau, Settle ist dieses nach Hause bringen. Genau, Create Colony ist natürlich das Kolonien bauen. Oder wir können später, was ich eben gesagt habe, wenn diese Person jetzt, wenn wir jetzt später auf dem Planeten sind, der terraformt wurde, dann können wir sagen, okay, ich mache diese Settle-Aktion und bringe den jetzt zurück nach Hause. Richtig. Und Create Colony, wie gesagt, kolonisieren. Und wir können außerdem so einen Handelsposten errichten. Aber es funktioniert auch, wie gesagt, erst, wenn wir den freigeschaltet haben, dadurch, dass wir diese Kolonien gebaut haben. Richtig. Und die letztmögliche Aktion ist die, die nur auf diesem Portal hier geht, auf dem Mond und auf dem Raumschiff. Und zwar, dass wir, wie vorhin schon gesagt, so eine Spezialistenkarte abwerfen und dafür uns hier einen Spezialisten nehmen können. Das sind also die Aktionen, die wir machen können. Und am Ende jeder Aktion können wir uns noch so eine Crewkarte nehmen. Das setzt allerdings voraus, dass wir nicht schon sechs haben. Das heißt, wenn alle Plätze hier belegt sind, können wir keine mehr nehmen. Jo. So. Sieht's aus. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Falls ich irgendwas vergessen habe, wird sich das sicherlich im Laufe des Spiels ergeben. So genau, und jetzt suche ich mir erstmal
Karten aus, die ich hier nehme. So, hier im Falschen. Man legt die übrigens nicht, wie man will. Also die haben schon so eine richtig rum Seite, die auch durch diesen Pfeil angezeigt wird. Und da muss ich halt gucken, wie es passt. Genau, und jetzt, ich kann mir noch zwei Startressourcen aussuchen. Die wähle ich mir jetzt natürlich abhängig von den Ressourcen hier, von den Aktionen aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie zwei Karten, Crewkarten nehme, wo ich insgesamt zwei Technologie bräuchte, dann nehme ich mir natürlich auch Technologie und nehme nicht irgendwie Biomasse und könnte dann am Ende die Crewkarten überhaupt nicht ausspielen, beziehungsweise hätte nichts davon. Ich nehme hier einmal die rote, weil ich ja eben schon gesehen habe, dass ich mit meinen zwei Schritten, die ich bis jetzt erst machen kann, hier auf diesen roten Planeten relativ problemlos komme. Und dann würde ich noch eine blaue nehmen. Dann nehme ich mir hier eine Arbeitskraft und eine Biomassenaktion. Die Karte werfe ich ab. Ja, der Automa hat nur sechs von diesen Kolonien, die er noch freischalten kann. Er besitzt bereits zwei, er hat auch zwei Handelsposten und er startet im einfachsten Modus nicht mit Ressourcen. Also es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, wo er quasi dann unterschiedliche Voraussetzungen hat zu Beginn des Spiels. Aber wir fangen mal mit der leichtesten an, damit ich mich nicht völlig blamiere. So, ach genau, hier müssen noch drei Crewkarten ausgelegt werden, denn manchmal gibt es Karten, die sagen, dass wir hier von der Kantine Karten nehmen dürfen, beziehungsweise Rita, unsere Automa-Mitspielerin oder unser Automa-Mitspieler. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Frau sein soll, aber er heißt oder sie Rita, aber vielleicht steht es auch für irgendwas anderes. Ja, wir fangen einfach mal an. Ich fange an, Rita fängt nicht an, das ist grundsätzlich so. Und ja, die erste Aktion, die ich jetzt machen könnte, wäre ein Upgrade, aber ich kann natürlich noch keins machen, denn ich habe ja nichts. Dann gehen wir über zu den Crew. Nee, zum. Jetzt habe ich schon wieder verwechselt. Ich reise jetzt natürlich erstmal. Ich sage mal, ich gehe hier auf den roten Planeten. Jetzt spiele ich Crewkarten aus. Da ich nur bisher jedenfalls diese rote habe, gebe ich eine Biomasse aus. Das ist die Aktion oben. Also eine Biomasse für eine Arbeitskraft und eine Technologie. So. Ach, das auch noch. Wir haben hier auf dem Ressourcensheet sind die Zahlen 5 und 6 in der jeweiligen Farbe markiert. Das bedeutet, wenn wir nicht das Upgrade Cargo haben, das ist hier unten rechts, dann können wir nur die Ressourcen bis zu 4 hochgehen. Das heißt, wenn wir danach noch Ressourcen bekämen und haben dieses Upgrade nicht, haben wir Pech gehabt. Dann können wir das nicht machen. Ja, die lege ich jetzt hier oben hin. Und da ich sonst keine Crew-Karten-Aktion mehr machen kann, bleibt es bei einer Aktion. Und ja, das war's für mich schon. Ich kann jetzt noch eine Aktion auf dem Planeten machen. Da ich noch keine Lust habe, meine sauer verdienten Ressourcen auszugeben, werde ich sagen, ich nehme jetzt so eine Arbeitskraftressource als meine Aktion auf der Kolonie. Könnte aber auch ein Fehler sein, weil ich bisher meistens in der Minderheit war von uns beiden hier, was das Terraformen anging. Aber wir schauen mal. So, und jetzt ist das Spiel für mich quasi zu Ende und ich kann mir noch eine Crewkarte hier von dem Stapel nehmen. Das ist immer am Ende der Runde. Da nehme ich jetzt, na, grün macht eigentlich, weiß ich nicht, das dauert ewig, bis ich da mal hinkomme. Das ist das Problem. Aber ich lege die trotzdem mal hier hin. So, und jetzt ist unsere Rita dran. Bei Rita ist es so, wir ziehen eine Karte. Wir arbeiten die quasi von oben bis unten ab. Also der erste Punkt sagt hier Planet Without Colony. Das heißt, das ist erstmal der Reiseschritt, den wir als erstes machen. Das heißt, hier ist immer angezeigt, gehen wir im Uhrzeigersinn, gehen wir gegen den Uhrzeigersinn. Hier wäre jetzt die Bedeutung da, dass noch zwei Pfeile innen drin hat. Ich hoffe, man sieht das. Ich kann von hier auf meinem Rechner nicht sehen, ob das scharf ist. Diese zwei Pfeile oben, die sagen jetzt
aus, dass wir auf die Gegenseite von diesem Starportal gehen sollen. Das heißt, wo auch immer wir gerade stehen, gehen wir auf die andere Seite. Das funktioniert hier nicht, denn das wäre hier und da haben wir noch keinen Planeten. Und die Alternative ist dann einfach im Uhrzeigersinn. Das heißt, Planet without Colony, da wir noch keine Kolonien haben, ist es sowieso kein Problem. Im Uhrzeigersinn, da dieses Gegenüberhüpfen nicht funktioniert, wäre es hier. Automa kann immer da stehen, wo ich stehe. Ich kann nicht dahin, wo Automa oder irgendwelche anderen Personen stehen. Also beziehungsweise Personen können sowieso nicht auf demselben Planeten sein, aber Automa kann immer da sein, wo ich bin. Jetzt arbeiten wir unsere Aktion von oben nach unten ab. Die nächste Aktion ist Terraform. Das ist also das, was wir auch machen. Das heißt, wir gucken jetzt Terraform. Haben wir irgendwelche Möglichkeiten zum Terraformen? Haben wir nicht, denn der Automat hat noch gar keine Ressourcen. Das heißt, die Aktion wird übersprungen. Wir überspringen immer die Aktion, die wir nicht ausführen können. Die nächste Aktion ist Gather Resources. Die Ressourcen sind hier direkt angegeben. Das heißt, er bekommt jetzt eine Arbeitskraft, einmal Mineralien, einmal Biomasse. Nächste Aktion wäre Create Colony. Was er auch noch nicht kann, denn das würde voraussetzen, dass er diese Spezialisten abgeben muss. Er hat noch keine Crewkarten, können wir nicht machen. Oder wenn er keine hat, dann ziehen wir zwei, beziehungsweise, ja genau, wir ziehen zwei, weil da dieser Pfeil nach oben steht. Es gibt auch Karten, die schütteln sich so die Hände. Das wäre dann aus dieser Kantine. Aber wir ziehen jetzt zwei. Das heißt, der Automat bekommt jetzt seine ersten Crewkarten. Bei den Automa-Crew-Karten ist es so, es interessiert nichts anderes als diese Spezialisten. Das heißt, es ist anzuraten, die Karten, so wie ich sie auch gerade halte, da sie beide blau sind, hinzulegen, damit wir immer schnell sehen können, welche Spezialistenfarbe haben wir, also was steht uns zur Verfügung. So würde ich die jetzt hier hinlegen. Und die letzte Aktion wäre Create Trading Outpost. Können wir nicht, denn bei ihm ist das Prinzip genauso. Er müsste beide Kolonien bereits geupgradet haben, um ja über diese Out Trading Outpost Handelsposten verfügen zu können. Damit wären wir fertig. Er bekommt am Ende auch keine Karte. Das bleibt nur uns vorbehalten. Ja, und mein nächster Zug wäre dran. Das heißt, ich könnte jetzt wieder oder könnte generell ein Upgrade machen. Und ich mache jetzt auch mal was ganz Verrücktes. Ich mache nämlich jetzt dieses Engine Upgrade, dass ich sofort 4 Schritte gehen kann. Dafür bezahle ich diesen Ingenieur eine Arbeitskraft, eine Technologie. Keine Ahnung, ob das gut war. Wir werden es sehen. Jetzt kann ich aber 4 Schritte gehen. Das heißt, das Upgrade greift jetzt auch direkt. Denn als nächstes kann ich jetzt ja, wieder meinen Platz wechseln. 1, 2, 3. Damit gehe ich jetzt auf den grünen Planeten und kann hier. Nee, kann ich nicht, das macht keinen Sinn. Das ist nämlich das Problem, da habe ich ja nicht nachgedacht. Hier hätte ich nämlich, um die grüne Aktion ausführen zu können, bräuchte ich eine Technologie, habe ich aber nicht. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt hinzugehen. 1, 2, 3, 4. Dann gehe ich auf den blauen. Denn da habe ich eine Arbeitskraft, die ich ausgeben kann. So, ich spiele jetzt auch diese Crewkarte. Das heißt, ich gebe eine Arbeitskraft aus, bekomme dafür einmal Mineralien, einmal Biomasse und kann zwei Karten von diesem Stapel ziehen. Ja, die wird abgeworfen. So. Genau, und jetzt kann ich noch meine Planetenaktion ausführen. Da nehme ich jetzt auch tatsächlich hier einmal Technologie. Und jetzt bin ich wieder fertig, ziehe eine Extrakarte. Die ist eigentlich ganz cool, weil es gibt ganz selten auch mal Karten hier für diese Raumstation und für den Mond. Und ich habe die zumindest gerne mal zur Verfügung als Option. So, genau, jetzt ist das Auto mal wieder dran. Planet Without Colony. Im Uhrzeigersinn wäre hier Gather Resources 1, 1, 1, Create Colony or drei Karten ziehen. Kann er jetzt eine Kolonie
gründen. Er bräuchte einen Spezialisten nach Wahl und einen Ingenieur, den hat er nicht. Er hat nur Spezialisten. Das heißt, er kann keine Kolonie bauen, bekommt dafür alle drei Karten hier aus der Kantine. Ja. Automa müsste man sein. Jetzt hat er zumindest hier mal zwei Ingenieure zusätzlich bekommen. Jetzt wird die Auslage hier wieder aufgefüllt. Und er ist fertig oder sie. Und ich bin wieder dran. Ich könnte wieder ein Upgrade machen. Ja, die Upgrades hier haben verschiedene Boni. Hier ist es zum Beispiel so, da ist eine Raumstation abgebildet und einmal die Ressource Arbeitskraft. Das heißt, jedes Mal, wenn ich, also wenn ich das Update habe, kann ich jedes Mal, wenn ich auf einer Raumstation bin, eine Arbeitskraft mehr als Ressource bekommen. Ja, aber eigentlich Cargo finde ich halt ganz cool, wenn man seinen Speicher damit schon erhöht. Und ich war häufiger schon mal an dem Punkt, dass ich noch was hätte kriegen können und hatte das dann nicht. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich kaufe jetzt mal diese Cargo-Ressource, gebe dafür eine Arbeitskraft und muss hier so eine Ingenieurskarte ablegen. Dann nehme ich diese. So, das war mein Upgrade. Jetzt kann ich wieder reisen. Wo möchte ich denn hin? Grün wäre ganz nett. Da komme ich jetzt aber wahrscheinlich doch. Eins, zwei, drei, vier, nee. Vier. Dann gehe ich jetzt auch mal. Ich gehe mal auf diese Raumstation. Hier kann ich jetzt eine Riss, nee, beziehungsweise gleich bekomme ich Ressourcen. Ich spiele jetzt erstmal eine Crewkarte. Dann nehme ich diese. Da bekomme ich jetzt eine Karte vom Stapel und eine Ressource Technologie. So, wo lege ich die nicht hier unten hin? So, Crewkarten gespielt. Jetzt kann ich die Aktion ausführen auf der Station. Das wäre also eine Ressource Arbeitskraft und ich könnte mir hier noch eine Karte nehmen. Das war auch einer dieser Fehler. Hier ist der Pfeil nach unten angezeigt und sonst, ja, hier auf diesen Karten und eigentlich geht der nach oben. Das ist aber, also hat absolut die gleiche Bedeutung und ist einfach nur ein Druckfehler. Dann nehme ich die mal. So, jetzt könnte ich noch so eine Spezialistenkarte abwerfen, um mir hier einen Spezialisten in den Bestand zu holen. Dabei ist es so, wenn wir so einen Spezialisten in irgendeiner Farbe nehmen, dann könnten wir einen Ingenieur bekommen, also das ist komplett entgegengesetzt. Geben wir einen Ingenieur, können wir einen Spezialisten in der Farbe unserer Wahl bekommen. Und ich will das aber eigentlich nicht machen. Deswegen mache ich es jetzt auch nicht. Ja. Also genau, jetzt ziehe ich mir wieder eine Karte. Oder habe ich das gerade gemacht? Nee, das war die von da oben, genau. Das war jetzt die Endrundenkarte. Jetzt habe ich auch sechs Karten. Jetzt platzt es hier langsam. Und jetzt bin ich fertig und Rita ist wieder dran. Rita geht gegen den Uhrzeigersinn zum nächsten unterraformed Planet. Das wäre dieser. Rita schaut, ob sie ein Upgrade machen kann. Wir gehen jetzt, also hier ist Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir gehen jetzt immer in der jeweiligen Reihenfolge und machen dann das Erste, was wir machen können. Dafür bräuchte sie zwei Ressourcen, geht nicht. Sie hat einen Spezialisten und sie hat eine Arbeitskraft. Das heißt, sie kann hier das Upgrade machen und hat hier eine Kolonie. Jetzt kann sie terraformen. Sie hat Ressourcen. Wir fangen links an. Sie terraformt zwei Mineralien. Da sie auch noch keine Kolonie hat, kann sie auch nur zwei Ressourcen terraformen. Wir markieren jetzt, dass sie hier zweimal was gemacht hat. Und damit ist die Terraform-Aktion auch abgeschlossen. Nächster Schritt, Gather Resources. Sie bekommt wieder für jede Ressource eins drauf. Oh, es klingelt bei mir. Ja, genau, Ressourcen. Die nächste Aktion wäre Scout. Scout. Ich muss gerade mal gucken, muss sie auch einen Spezialisten abgeben? Ja, wahrscheinlich schon. Zum Scouten. Ich gucke mal gerade. Scout wäre ja jetzt, dass sie Automa performs this action according to standard rules. Move the resource on the cargo card. Wartet mal, ich glaube, man muss. Scout. Needs to use the leader in the color of the planet they wish to scout. Genau.
Rot, sie hat keinen roten Leader, das heißt, sie kann nicht scouten. Mir fällt auch gerade auf, das habe ich falsch gemacht die letzten Male. Ich habe immer einfach eine Karte genommen, aber eigentlich funktioniert es so nicht. Also sie bräuchte jetzt hier so einen roten, um ja, scouten zu können auf dem roten Planeten. Ja, damit ist sie fertig. Ich bin wieder dran. Ich könnte wieder upgraden. Ich upgrade jetzt aber nichts mehr erstmal, weil ich jetzt mal ein bisschen hier Ressourcen sparen muss zum Terraformen. Das heißt, meine nächste Aktion ist, ich reise. Ich wollte gerne auf den grünen Planeten. Da gehe ich jetzt hin. Ich spiele Scout-Karten. Ich spiele die hier oben. Crew-Karten. Ich gebe ein Technologie für zwei Arbeitskraft, ein Mineral und eine neue Karte. Die werfe ich ab. Jetzt habe ich noch eine Aktion. Ich kann die Karte nehmen, die ich gerade bekommen habe. Das wäre die. Die nehme ich auch, werfe die ab und bekomme zwei Biomasse. So, nächster Schritt, Planetenaktion. Eigentlich hätte ich Lust, jetzt mal ein bisschen zu terraformen. Das werde ich auch tun. Ich gebe zwei Mineralien, da wir links anfangen und ich zwei hatte. Nehme einen Marker, markiere, dass ich zwei Ressourcen gegeben habe. Bin fertig, ziehe eine Karte und weiter geht's. Automa. Automa geht. Genau, jetzt können wir die Gegenseitenaktion machen. Es muss aber ein unterraformed Planet sein, was es ist. Upgrade. Wir gucken wieder, ob ja, ein Upgrade geht. Auch das erste. Wir haben hier zwei Biomasse und einen Ingenieur. Das heißt, sie kann auch dieses Upgrade machen und hat jetzt auch diese Trading Outpost fertig. Jetzt terraformen. Sie kann einmal einen Mineral terraformen. Das wäre hier unten eins. Und sie kann eine Biomasse terraformen. Auch eine eins. Das heißt, sie hat wieder zwei Terraform-Aktionen gemacht und der Marker kommt auf die zwei. Gather Resources, ein Mineral, ein Technologie und sie bekommt noch zwei weitere Karten. Einen grünen Spezialisten, einen Ingenieur. Ich will hier gerade noch mal was gucken zu diesen Trading Outposts. Genau, Spieler. Genau, Trading. Every time a player creates a new trading outpost or moves it from a different location, they gain zwei Siegpunkte. If they have a colony marker on that planet. Ach genau, from this point on, whenever any player's arc arrives on a planet with a trading outpost, also sobald wir, also wenn ich jetzt hier eine trading outpost habe und ein anderer Spieler kommt auf meinen Planeten, dann bekomme ich die Ressource, die hier oben angezeigt wird. Und umgekehrt natürlich auch derjenige, wenn ich bei ihm auf den Planeten komme. Genau, das wollte ich noch wissen, das hatte ich nicht so im Kopf. So, jetzt bin ich wieder dran. Ich mache ich ein Upgrade, mache ich keins. Es macht für mich immer, also oft gar keinen Sinn, eins zu machen, weil ich bin ganz selten auf Raumstationen unterwegs und Monden. Das heißt, das bringt mir erstmal nichts. Ich könnte hier das machen mit den. Nee, schade, ich habe nicht zwei Technologie, sonst würde das noch Sinn machen, dieses Upgrade, wo man zwei Aktionen auf einem Planeten machen kann. Das wäre eigentlich ganz cool, aber mir fehlt eins. Also gehe ich weiter. Ich reise. Wo reise ich hin? Blau wäre auch ganz nett. Ach nee, geht nicht. Da ist Rita. Ja, das ist jetzt blöd. Ich habe nicht sehr bedacht hier meine Farben angelegt. Ich gehe jetzt mal 3, 4. Ich gehe auf den roten Planeten, spiele diese Karte, gebe eine Biomasse, bekomme zwei Arbeitskraft. Ja, jetzt bin ich zum Beispiel im Fünferbereich, da hätte ich jetzt nicht reingekommen, wenn ich dieses Cargo-Upgrade noch nicht gehabt hätte. Und dann bekomme ich noch zwei Karten, von denen ich jetzt natürlich nur eine behalten kann. So, jetzt kann ich eine Aktion ausführen. Was mache ich? Ich könnte mal ein bisschen terraformen.
Ich terraforme zwei Biomasse und lege hier meinen Marker auch auf die zwei. Ja, das war's. Jetzt kann ich keine Karte ziehen, weil ich schon sechs habe. Jetzt ist wieder Rita dran. Discover all unterraformed planet. Genau, Rita kann jetzt einen Planeten discovern gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen Platz schaffen. So. Dann kann nämlich Rita jetzt hier einen neuen Planeten entdecken. Dafür nehmen wir einen vom Stapel ganz unten, legen ihn hier an, dadurch bilden wir wieder diese Verbindung und Rita geht auf den roten Planeten. Gather Resources, das alte Spiel. Create Colony, das kann sie wahrscheinlich machen. Die zweite Kolonie würde einen ihrer Wahl, einen Ingenieur und eine Ressource kosten. Das funktioniert. Das heißt, Rita hat hier ihre erste Kolonie gebaut und ist damit auch fertig. Jetzt bin ich wieder dran. Ein Upgrade kommt für mich mal wieder nicht in Frage, da ich keine Technologie habe. Und wenn, dann würde ich gerne die Zweimal-Aktion upgraden. Also, wohin reise ich? Wohin reise ich? Blau wäre gut. Eins, zwei, drei, vier. So, dann mache ich das. Ich gebe eine Arbeitskraft, bekomme einmal Technologie, einmal Biomasse, einmal Mineralien und eine neue Crewkarte. Und meine zweite Aktion ist diese. Ich gebe nochmal eine Arbeitskraft, eine Technologie, einmal Mineralien. Und zwei neue Crewkarten, es geht nur eine. So, jetzt kann ich wieder eine Aktion machen. Ich würde wieder terraformen. Und zwar zwei von diesen Mineralien. So, das war's wieder. Crewkarte geht wieder nicht, denn es ist alles belegt. Automa ist dran. Discover or unterraformed planet im Uhrzeigersinn. Das wäre dann wieder hier bei mir. Terraform. Was können wir terraformen? Einmal. Ach, jetzt kann sie drei, weil sie hat jetzt eine Kolonie. Das heißt, sie kann drei Ressourcen. Dann haben wir einmal hier oben Mineralien. Biomasse hat sie nicht. Und sie kann zwei Arbeitskraft spenden. So, das heißt, sie wandert auf die 5 und ich bleibe auf der 2. Ist schon mal unerfreulich. So, gather resources wieder 1, 2, 3 und scouten. Kann sie scouten? Sie ist auf einem blauen Planet. Ja, sie hat hier so einen blauen Spezialisten, den gibt sie ab und bekommt dafür hier so eine Karte. Beim Automa ist es so, Automa interessiert hier nichts mit den Farben und da wird auch nichts später irgendwie angesiedelt oder nach Hause zurückgeführt. Automa interessieren nur die zwei Ressourcen und dann wird die Karte abgeworfen. So, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt kann ich diese Aktion hier machen mit den zwei Aktionen. Ich gebe zwei Technologie und einen Ingenieur und habe jetzt hier diese zwei Aktionen auf einem Planeten freigeschaltet. Jetzt, wohin reise ich? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt spiele ich die hier. Einmal Arbeitskraft, einmal Technologie. Und mehr kann ich nicht machen, weil ich keine weitere rote Karte habe. Was mache ich jetzt? Ich terraforme. Ich terraforme hier einmal Biomasse und einmal Technologie und gehe zwei vorwärts. Und bin fertig. Ne, zwei Aktionen habe ich ja genau.
Warte mal, was schauen. Arc Update. Robotics. Different Actions, genau. Ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal terraformen kann, aber ich kann nur unterschiedliche Aktionen machen. Ob ich mal scoute? Ach, es gibt so viel zu tun. Aber es ist, das, ich weiß nicht, ist es bei euch auch so? Ich mache oft dasselbe, muss ich sagen, bei solchen Spielen. Ich könnte mal eine Kolonie createn, das mache ich jetzt auch, wenn ich dafür die erforderlichen Kapazitäten habe. Nee, mir mangelt es jetzt schon an einem Ingenieur. Da hapert schon, also keine Kolonie. Ich könnte scouten. Ich scoute jetzt. Ich gebe hier so ein rotes Männchen ab und scoute und hoffe. Ja, und jetzt haben wir nämlich das. Jetzt habe ich einen grünen und kann ihn nicht behalten. Ich sollte nicht scouten. Ich mache keine gute Erfahrung hier mit diesem Scouting. So, weiter geht's. Karte. So. Automa. Also wir sind noch nicht so weit, es ist noch kein Planet hier besiedelt. Unterraformed Planet im Uhrzeigersinn ist hier. Terraform kann wieder drei Sachen machen. Hat eins, zwei, drei Mineralien. Ne, wir brauchen aber nur noch zwei. Also nur zwei. Und dann können wir noch einmal Arbeitskraft. Und dann hat die Rita hier wieder voll zugeschlagen und geht. Ach nee, das bin ich ja. Huch. Aber sie ist trotzdem wieder vor mir. So, Terraform, Resources von allem 1 plus und Scouten. Sie ist auf dem grünen Planet, hat ein grünes Männchen, kann scouten, bekommt zwei. Ne, bekommt sie nicht. Ha, sie hat nämlich noch keine Cargo-Dings. Sie bekommt die Ressourcen nicht. Jawohl. Ja, Scout, jetzt bin ich wieder dran. Upgrade. Upgrade, Upgrade. Eigentlich kann ich, also von der Funktion her kann ich jetzt nichts mehr gebrauchen und bis ich so eine Trading Outpost bekomme, brauche ich eh noch zwei. Das ist nicht mein Fokus gerade. Das heißt, ich werde kein Upgrade machen. Das heißt, ich spiele jetzt eine. Nee, ich muss jetzt. Ich verwechsel das ständig. Ich muss ja erst reisen. Ich gehe jetzt auf den. Gehe ich auf den Mond? Ich gehe auf den Mond. Ich gehe auf den Mond, spiele diese Mondkarte hier, gebe ein Technologie, bekomme eine Biomasse und ein Mineral und kann jetzt diese Ressourcen da bekommen. Das wäre auch noch mal eine Biomasse und ein Mineral hier. Und das war's für mich. Ja, jetzt könnte ich mal. Tue mich immer schwer mit diesen. Nee, ich mache das auch nicht. Ich hätte jetzt die Aktion machen können, dass ich hier so eine Karte abgebe und dafür einen Ingenieur bekomme, aber ich will nicht. So, das war's für mich wieder. Und Rita. Unterraformed Planet gegen den Uhrzeigersinn. Upgrade. Zwei. Nee, kann sie nicht. Sie hat ja hier. Doch, das kann sie machen. Sie kann ein Mineral abgeben und diese Karte und bekommt diese Kolonie. Terraform. Da ist sie schon auf Anschlag. Hier kann sie zwei Biomasse. Eins, zwei. Ja. Und geht wieder zwei vor. Also hier sind wir jetzt kurz davor, erfolgreich besiedelt zu haben. Gather Resources. Und sie bekommt zwei Karten. Müssen wir den Ablagestapel mal mischen. Ich kann übrigens nicht gut mischen. Es gibt ja, oder ich erinnere mich dran, ganz früher, dass es diese Mischmaschinen gab, aber die waren also damals zumindest auch ziemlich übel. Also ich kann eigentlich, wie ihr seht, überhaupt nicht mischen. Das Gute ist, dass ich das eh nicht merke. Also wenn die Karten, mir würde jetzt nicht auffallen, wenn die sich in der gleichen Reihenfolge irgendwie hier wieder zeigen. Deswegen stört es mich jetzt persönlich nicht, dass ich nicht mischen kann. So, und sie bekommt noch eine Karte.
Create Trading Outpost. Muss ich dafür jetzt was bezahlen? Ich glaube nicht. Ich habe das ja gerade schon mal gelesen, aber Player. Nö. Kann ich einfach setzen, genau. Genau. Nee, das ist Plan Market Placed on the Planet. Genau, auf dem Planet, wo sie gerade ist. Das heißt, sie bekommen jetzt zwar keine zwei Siegpunkte, weil sie da noch keine Kolonie hat. So, damit ist sie fertig und ich bin wieder dran. Ich werde nicht upgraden. Ich gehe auf den grünen Planeten. Spiele. Nee, die kann ich nicht spielen. Das war wieder nicht so clever. Blauer Planet wäre jetzt auch schöner gewesen, aber. Ja, gut, dann spiele ich die hier. Ich bekomme eine Biomasse und eine Arbeitskraft. Und als Aktion terraforme ich einmal. Ich kann nur eins machen. Das war jetzt nicht so cool insgesamt, aber gut, was soll's. Also ja, das war jetzt überhaupt nicht gut, aber was soll's. Dann ziehe ich wieder eine Crewkarte und es geht weiter. Rita. Planet without colony entgegengesetzt haben wir. Terraform. Eins, zwei, drei. Ne, wir brauchen nur noch zwei. Zwei Mineralien und eine Biomasse. Das heißt, hier geht wieder drei vorwärts auf die fünf. Und jetzt haben wir den auch bald. Ja, wir sind jetzt bei zwei Planeten eigentlich kurz davor, sie zu terraformen. Das kann dann am Ende ganz schnell gehen, aber Rita führt leider auch stark. So, Terraform, gather resources. Sie bekommt halt aber auch massenhaft Resources hier geschenkt. So, create colony. Das kann sie, glaube ich, nicht. Das wäre ihre zweite. Sie braucht einen ihrer Wahl. Doch kann sie einen Ingenieur und eine Ressource. So, bitteschön, Rita. Kolonie, Create Trading Outpost kann sie nicht. Ich bin wieder dran. Kein Upgrade. Ich reise. Eins, zwei. Na, ich bin auf dem blauen Planeten. Ich könnte jetzt auch mal ganz gewagt einen entdecken, aber da denke ich mir, was, also ich sollte jetzt mal gucken, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen mit terraforme. Aber ich komme jetzt sowieso nirgends hin. Eins, zwei, drei, vier, dann gehe ich hier mal auf dieses Star-Portal. Da kann ich jetzt eine Crewkarte meiner Wahl spielen. Dann nehme ich diese. Da gebe ich eine Arbeitskraft, bekomme zwei Technologie, eine Biomasse und eine neue Karte. Jetzt kann ich die Aktionen hier nehmen. Das würde jetzt bedeuten, diese Hand, dass ich hier zwei Karten aus der Auslage nehmen darf. Aber da ich nur noch einen Platz habe, kann ich mir nur eine nehmen. Dann nehme ich die rote. So, und eine Ressource meiner Wahl. Das ist auch nicht schlecht. Dann nehme ich Technologie. Ja, das war's auch schon. Karte kann ich nicht nehmen. Alles besetzt. Die Rita ist dran. Planet without a colony entgegen des Uhrzeigersinns. Resources 1. Ach nee, sie kann. Ah, ich habe hier ihr eine zu viel gegeben. Die bekommt sie gar nicht, weil sie hier noch nicht rein darf. Create Colony. Kann sie nicht. Sie hat ja überhaupt keine Karten mehr. Dafür kann sie jetzt drei Karten aus der Auslage nehmen. So. Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, schreibt es gerne drunter. Ich habe hier jetzt bestimmt nicht irgendwie jedes Detail erwähnt, weil manche Situationen kommen ja nicht immer vor. Zur Not kann ich den Designer wieder fragen, falls ich selber nicht weiß. So, Create Trading Outpost. Nein, ich bin wieder drin. Boah. Jetzt reise ich zum blauen Planeten endlich. Ich spiele einmal diese Karte, bekomme eine Biomasse und spiele die Karte, gebe das und bekomme zwei. Ist eigentlich auch Quatsch.
Aber gut. Ich habe ja wirklich genug Karten. So. Ach, ich hätte eben auch noch eine zweite Aktion machen können. Das ist auch so was, das passiert mir immer in so Spielen, wo man Upgrades bekommen kann. Neige ich immer dazu zu vergessen, dass ich ja das jetzt noch machen kann und dass das noch greift. Und pff, da vergesse ich immer die Hälfte. Sonst hätte ich bestimmt alle Spiele gewonnen. So. Was mache ich jetzt? Ich terraforme jetzt eine Biomasse. Damit ist der Planet fertig terraformt. Ich gehe auf 3. So, und jetzt verteilen wir nämlich die Siegpunkte. Rita hat hier oben 7, führt, bekommt 3 extra und bekommt 10 Siegpunkte. Ich habe 3 plus 1, immerhin 4. So, jetzt die Marker kommen weg. Die kommen auch wieder weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und der Planet ist terraformt. Und ja, wir haben den ersten geschafft. So. Jetzt kann ich theoretisch, ja, ich kann noch eine Aktion machen. Das heißt, ich nehme die beiden Ressourcen da oben. So, neue Karte geht nicht, ist alles voll. Rita muss neu gemischt werden. Ich bin gespannt, wie lange das, obwohl, da ist es kurz davor. Und da oben geht so. Ach nee, ich hab. Nee, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, habe ich. So, unterraformed planet. Gegenseite ist nichts. Der ist terraformed. Ach so, mit unterraformed sind nur die eigenen, ist die eigene Farbe gemeint. Das heißt, wenn jetzt eine Kolonie von mir stehen würde, dann könnte Rita da drauf gehen. Hier geht sie auch nicht drauf. Hier geht sie drauf. Ich glaube, das zählt nicht als Kolonie. Nee, das ist diese Trading Outpost. Genau, das ist jetzt bei mir. So, Terraform, nee, Upgrade. Ach, sie kann bestimmt was upgraden. Ein Dings. Ja, hier kann sie was upgraden. Zwei. Und ein Ingenieur. Terraform geht nicht, sind wir fertig. Gather Resources. Hier bekommt sie auch nichts, weil ihr das Upgrade fehlt. So. Mal vernünftig sortieren. So. Fertig. Jetzt bin ich wieder dran. Ich mache kein Upgrade. Ich muss jetzt hier auch mal irgendwie weiterkommen. Eins. Das macht auch keinen Sinn, wenn ich hier jetzt an. Obwohl. Doch, das mache ich jetzt. Eins, zwei, drei. Rot. Dann gebe ich eine Arbeitskraft, bekomme eins, eins. Eins und eine neue Karte und nehme das. So, jetzt kann ich zwei Aktionen ausführen. Ich werde jetzt auf jeden Fall, ich baue jetzt mal eine Kolonie. Dafür nehme ich einen, jetzt habe ich wieder keinen roten, wenn ich mal eine Kolonie bauen will. Ah, da hätte ich mehr terraformen können. Jetzt kann ich wieder nur zwei. Das ist nämlich jetzt mein Problem, dass ich sehr langsam bin, weil ich keine Kolonie gebaut habe. Das heißt, ich gebe jetzt hier mal zwei Mineralien. Und das ist alles nicht so gut. Rita macht das besser. Zweite Aktion, ja, dann nehme ich diese Arbeitskraft und dann bin ich wieder durch. So, Rita, wo geht's hin? Discover einen Planeten gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, sie kann hier einen entdecken. So, was macht sie denn jetzt hier Schönes? Ach, Ressourcen für. Ne, hier bekommt sie wieder nichts. Hier bekommt sie noch eins, weil sie das Upgrade immer noch nicht hat. Sie kann eine Kolonie createn. Kann sie das denn? Das wäre ihre dritte. Einen ihrer Wahl, einen in Rot und einen, ja, kann sie. So, ja, bei der Rita läuft es auch minimal besser. Jetzt ist es aber auch wieder ganz schlecht. Also ich hatte gestern eigentlich schon ganz gute Fortschritte gemacht. Aber naja, jetzt bin ich wieder dran. Wohin reise ich?
Eins, zwei, drei, vier. Oh, da will ich nicht hin, ich hab's blau. So. Eine Arbeitskraft für Biomasse bis auf Ansch. Ach, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Jetzt gehe ich ja auf einen terraformten Planeten. Nee, das nehme ich zurück. Das ist ja totaler Schwachsinn. Eins, zwei, drei, vier. Und dann gehe ich da drauf. Dann kann ich wenigstens eine Crewkarte spielen. Also das ist jetzt wirklich ziemlich, ziemlich schlecht, was ich hier mache. Boah, was spiele ich? Ich habe ja auch, ich müsste mal dringend hier was terraformen, aber. So ein Schwachsinn. Danach mache ich das. Ich kriege hier eine und eine neue Karte. Das ist wirklich nicht cool. Jetzt kann ich noch eine Ressource meiner Wahl bekommen. Ja, das war es auch schon. Das war wirklich, wirklich nicht so gut, was hier passiert. So, Rita. Rita wird es gleich stilvoll beenden. Unterraformed Planet, Terra. Ach, unterraformed. Ach, unterraformed, nicht. Ach, das habe ich eben falsch gemacht. Es ging nicht um nicht kolonisiert, glaube ich, oder? Nee, unterraformed. Ich habe eben gedacht, nicht kolonisiert. Aber unterraformed ist natürlich hier alles außer diesem. Terraform. Ach du liebe Zeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen kann sie jetzt hier machen. Fünf Sachen. Das heißt, sie geht schon mal vier hier hoch und kann noch eine Bi ne, Biomasse hat sie nicht. Eine Technologie. Oh, jetzt hat sie fünf Sachen gemacht. Gather Resources. So lernt ihr gleich, wie man es nicht macht und sammelt Erfahrungen, wie man es besser machen kann. Scout. Kann sie nicht, sie hat keinen roten. Dann bin ich mal wieder. So, jetzt muss ich aber echt mal gucken. Eins, zwei, drei. Drei. Drei, drei, drei. Crewkarten. Das bringt mir alles nichts, das ist lauter Zeug. Bin ja schon auf Anschlag hier. Mit meinen, ich muss auch, glaube ich muss keine Karten ausspielen. Das Einzige, was man hier zwingen muss, man muss sich bewegen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bleibe auf dem Planeten. Aber ich glaube, ich kann bis zu zwei Crewkarten ausspielen. Aber es macht jetzt alles keinen Sinn, weil ich bekomme jetzt immer nur Ressourcen, die ich gar nicht verwenden kann oder Karten. Ich muss jetzt unbedingt hier mal was terraformen. Ne, erst versuche ich wieder eine Kolonie zu bauen. Einen meiner Wahl und einen Ingenieur. Ja, jetzt geht's doch. So. Meine erste Kolonie. Und jetzt kann ich drei Sachen. Ja, genau. Jetzt gebe ich hier drei Technologie. Eins, zwei, drei. Und gehe vorne auf die sechs. Und habe jetzt wenigstens mal irgendwas gemacht. So, und jetzt ziehe ich noch eine Karte und bin dann fertig. Und die Rita ist dran. Unterraformed Planet gegen den Uhrzeigersinn. Upgrade. Upgrade. Ist das die? Ne, da müssen wir mal gucken. Ja, das kann sie machen. Jetzt hat sie auch hier ihr Depot ein bisschen vergrößert. Upgrade Terraform. Ach ja. Fünf Sachen. Kann sie terraformen? Eins. Drei. Vier, fünf. Ja, also die Rita hat auf jeden Fall gewonnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Resources, eins, zwei, zwei Karten. Create Trading Outpost, ja, kann sie machen. So, und jetzt bekommt sie nämlich zwei Siegpunkte, weil sie da schon eine Kolonie hat.
Das sieht schlecht für mich aus. Ich kann es nur abermals wiederholen. Ja, also ich werde weiterhin kein Upgrade machen. Das bringt mir jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Ich gehe 1, 2, 3. Oh. Das ist wirklich nicht gut. Ich hätte auch mal dieses Upgrade hier machen können. Ich mache das jetzt auch noch. Ich mache es einfach. Wo war ich denn jetzt hier gerade? Auf Grün, glaube ich. Ich mache jetzt einfach noch dieses Upgrade. Ein Ingenieur. Welchen nehme ich jetzt? Wo will ich denn überhaupt hin? Ich will eigentlich auf Blau. Ne, das macht auch keinen Sinn. Grün, Grün. Ne, geht auch nicht. Rot muss ich nehmen. Den gebe ich ab. Eine Arbeitskraft einer Technologie und gehe hier auf 6. Jetzt kann ich nämlich jetzt 6 Schritte gehen. 1, 2, 3. Gott, es hätte noch viel gereicht. Oh. Egal. So. Crewkarten. Rot. Zack. Zack. Ich kann nur eine. So, jetzt terraforme ich hier diesen letzten Schritt. So, wir haben jetzt hier Gleichstand. Ehrlich gesagt, das ist auch noch so eine offene Frage, die ich habe. Die habe ich ihm noch nicht gestellt. Ich gehe aber stark davon aus, wenn wir beide gleich viel terraformt haben, dann bekommt hier natürlich keiner Bonuspunkte. Das heißt, wir bekommen jetzt beide 5 Punkte plus. So. 2, 4, 5. Das kommt wieder weg. Und wir drehen das Ganze um. Zwei Planeten so. Und jetzt stehen wir auch kurz vorm Spielende. Wenn noch ein Planet terraformt ist, ist es vorbei. Das war jetzt ein Schritt. Das heißt, eine Sache habe ich noch. Ich nehme dann noch die Ressourcen da oben. So. Und eine Karte. Dann bin ich fertig. So, Rita. Planet without Colony. Da oben ist eine Kolonie von mir, das zählt nicht, da kann sie hingehen. Terraform. Es fehlt, genau, es fehlt nur noch einer. Das heißt, sie gibt jetzt hier einmal Technologie und dann sind wir auch durch. Die kommen weg. Das Spiel ist vorbei. Sie hat 4 Punkte plus 3 sind 7. 2, 4, 6, 7. Ich habe. Ach nee, gar nicht. Sie führt ja gar nicht. Huhu. Kommt ja. Wie viel hat sie jetzt? 1, 2, 3. Ne, ich glaube hier, ne? Ich habe 6 plus 3, das sind 9. 2, 4, 6, 8, 9. Jo, das so aus. Ja, somit ist das Spiel jetzt vorbei. Wir haben drei Planeten terraformt. Ich habe eindeutig verloren. Ich habe jetzt auch überhaupt keine Bonuspunkte in Form von irgendwas hier. Ich habe niemanden irgendwie zurückgesiedelt, besiedelt, Planeten zurück, also Menschen zurückgeführt auf ihre Heimatplaneten. So, ich bin schon ganz durcheinander. Ja, es geht noch, der Abstand. Ich habe es mir jetzt schlimmer vorgestellt, aber man sieht, hier ist natürlich ordentlich Luft. Also ich bewege mich noch im Anfängerbereich. Aber ich mag das Spiel. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt auch nur. Für euch soll das ein Ersteindruck sein, dass ihr einfach mal guckt, wie das ganze Spielprinzip ist und ob ihr euch vorstellen könnt, dieses Spiel zu spielen. Also dafür muss ich ja nicht gut spielen, damit ihr sehen könnt, ob das Spiel was für euch ist. Ansonsten meine Meinung zu dem Spiel, also ich habe es ja jetzt noch zu zweit einmal gespielt, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Erfahrung, weil einmal reicht nicht. Solo habe ich es jetzt schon 8, 9 Mal, glaube ich, 9 Mal gespielt. Dafür bin ich immer noch sehr schlecht, das ist wahr. Aber mir gefällt das Spiel sehr gut, weil es für mich herausfordernd ist, wie man merkt. Also ich habe einfach Spaß dran, mir zu überlegen, was mache ich jetzt als nächstes. Und weil man auch schon wieder so verschiedene Möglichkeiten hat. Und was mir persönlich, aber ich weiß nicht, ob das Geschmackssache einfach ist oder ob das generell gut ankommt, ich finde das irgendwie cool mit diesen Karten hier. Dass ich immer nur das machen kann, was hier oben dran liegt. Dass ich halt da auch sehr vorausschauend sein muss, was ich auch noch nicht ausreichend bin.
um dann zu gucken, okay, was habe ich hier jetzt anliegen, wo lege ich die Karten hin, in welcher Nähe bin ich, wie viele Schritte kann ich theoretisch als nächstes gehen, auf welche Planeten kann ich dann überhaupt gehen, was macht also Sinn, die Farben wie hinzulegen und so. Also man kann schon echt gut nachdenken, das gefällt mir. Das Thema gefällt mir auch, also dieses ganze Universum-Planetenthema gefällt mir immer. Ist natürlich jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend, aber macht das Spiel natürlich schöner, wenn man ein Thema hat, was einem gut gefällt. Ist hier gegeben in meinem Fall. Und ja, also ich muss sagen, mir fallen nicht viele Spiele ein, die ich so oft solo spiele, auch innerhalb von kurzer Zeit, weil ich bin jetzt eigentlich auch kein typischer Solo-Spieler. Ich mache das mal, aber meistens ist es schon so, dass es mir jetzt auch nicht so super viel Spaß macht und ich lieber mit anderen Menschen spiele, allein schon, weil ich mich da unterhalten kann. Jetzt kann ich mich mit euch unterhalten oder mit mir selbst. Aber das gefällt mir nicht so gut. Nein, also das ist für mich schon ein klares Zeichen dafür, dass das Spiel für mich gut sein muss. Ich mag es. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt erst solo 8, 9 Mal gespielt und zu zweit erst einmal. Deswegen, ja, das ist einfach mein Eindruck bisher von dem Spiel und das, wie ich es erfahre, es zu spielen. An sich, das ist noch zu bemerken, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, das Spiel, es gab noch so ein Bundle mit Erweiterungen, aber ich glaube, das einzelne Spiel hat auf Kickstarter nur 22 Euro gekostet, was natürlich günstig ist. Gut, in Anbetracht dessen, was es mitbringt, ist es halt kein richtiges Brettspiel, ist es ja wahrscheinlich wieder so ein normaler Preis, aber das ist auf jeden Fall, also fand ich an sich schon mal ganz cool, dass man nicht irgendwie gleich wieder so horrende Preise gesehen hat und dass das jetzt mal was war, wo, wenn noch Versand und alles Mögliche draufkommen, es trotzdem noch einigermaßen erschwinglich ist. Und ich muss echt sagen, auch wenn es jetzt nur so ein zusammengewürfeltes Spiel ist, quasi aus einzelnen Karten und kein großes Brett hat, ist für mich trotzdem das Spielerlebnis so immens und vor allem, das hatte ich auch auf Instagram schon geschrieben, ich kann damit rausgehen. Ich habe das Spiel gestern den ganzen Tag auf der Couch, auf dem Balkon gespielt. Das war halt auch ziemlich cool. Das kann ich mit vielen anderen Spielen auch nicht machen. Und also für mich persönlich lohnt sich dieses Spiel auf jeden Fall. Also für diesen Preis finde ich absolut angemessen. Und ja, also kann ich persönlich nur weiterempfehlen. Ich finde es gut, mir gefällt es. Was wollte ich denn noch sagen? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht fällt es mir noch ein, dann schreibe ich es noch drunter. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich werde heute nichts mehr spielen. Ich bin jetzt müde. Ich werde jetzt erstmal was essen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel, muss ich echt sagen. Das will ich noch sagen, eines der wenigen Spiele, wo ich, zum einen liegt es auch daran, der Designer ist so super sympathisch und freundlich. Also es ist echt ein super netter Typ. Dem kann ich auch 30 Nachrichten schreiben, irgendwelche Regelfragen, er antwortet freundlich, er ist einfach echt super nett und super sympathisch. Er hat übrigens auch coole Let's Plays auf Englisch auf seinem YouTube-Kanal zu dem Spiel. Also ihm gönne ich wirklich von Herzen, dass dieses Spiel hier läuft und dass das alles gut für ihn wird, weil er so nett ist, so sympathisch und weil mir das Spiel einfach so gut gefällt. Deswegen hoffe ich wirklich, ohne dass ich irgendwas davon habe, dass euch das Spiel gefällt. Weil er es, glaube ich, verdient hat. Aber das haben viele. Aber ja, ich weiß nicht, in dem Fall würde es mich irgendwie besonders freuen. Ja, schreibt gerne mal, wie euch das Spiel gefällt, was ihr für einen Eindruck habt, ob ihr euch vorstellen könntet, das mal zu spielen, öfter als einmal. Und ihr könnt mir auch gerne irgendwelche Strategietipps geben, wenn ihr jetzt schon bessere habt als ich nach dem neuen Spiel. Und ja, ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen, vor allem an die, die es bis jetzt geschafft haben. Macht's gut!